Lysin ist essentiell für unseren Körper. Das heißt, Säugetiere können dieses gar nicht selbst herstellen, überhaupt nicht. Sie sind wirklich darauf angewiesen, auf eine suffiziente Versorgung mit Lysin. Das Problem ist, dass Lysin zwei Außenketten hat. Das sehen wir hier einmal, das sind zwei primäre Amine. So. Und diese sind nun mal sehr, sehr reaktiv und reagieren furchtbar gerne mit anderen Kohlenstoffen. Und was dabei passiert ist, dass es nicht mehr gebraucht werden kann danach vom Körper, weil es nicht mehr Lysin ist. Das heißt, eine chemische Reaktion hat stattgefunden. Neue Stoffe mit neuen Eigenschaften sind entstanden. Es ist ebenfalls die erste begrenzende, limitierende Aminosäure im Weizen. Wir wissen alle, dass Weizen nun mal das meistgegessene Getreide ist. Und das ist eben das Problem, weil das wird auch immer mehr. Das sehen wir zum Beispiel hier in der Statistik. Und ganz wichtig zu verstehen ist jetzt, kann die Leute sagen, ja gut, wen juckt's, dass das der limitierende Faktor ist im Weizen. Nein, ein Lebensmittel oder ein Protein in einem Lebensmittel ist nur so stark wie seine Glieder. Ja? Wir müssen alle zusammenhalten, wie wir zum Beispiel. Eine Community, ihr liked, ihr kommentiert und so weiter, der Kanal wächst. Wenn nicht, dann stirbt der Kanal. Und genau das Gleiche ist eben auch mit den Aminosäuren. Das heißt, alle 8 essentiellen Aminosäuren sind nun mal wichtig für uns. Und wenn eine davon fehlt, dann kommt alles zum Stehen. Das sehen wir hier zum Beispiel in einem Aminosäurefass. Das kannst du mal googeln, Jess. Und zwar, hier sehen wir zum Beispiel, dass das Wasser nie bis oben kommen wird, weil ein Leck entsteht. Das heißt, sobald eine essentielle Aminosäure fehlt, kommt alles zum Stehen, ja? Nichtsdestotrotz, das ist in vielen Lebensmitteln, nicht nur in dem Lebensmittel, sehen wir zum Beispiel in anderen Lebensmitteln ebenfalls noch, der limitierende Faktor ist des Weiteren auch noch, dass es nicht, naja, suffizient für unseren Körper zur Verfügung steht, weil es eben sehr, sehr reaktiv ist. Das macht das Lysin so ein bisschen tricky. Schauen wir uns hier mal die Empfehlungen an. Zum Beispiel mal mich. Ich wiege ungefähr, weiß nicht, 76 Kilo momentan. Ich rechne mal mit 80 Kilo, ja. Dann sind das ca. 2400 Milligramm Lysin, die für mich zu empfehlen sind für mich. Das kann man decken, indem man 130 Gramm Rind isst, sehen wir hier, oder 150 Gramm Linsen. Ziemlich äquivalent. Aber jetzt kommt's. Die Lupine circa dreimal so viel Lysin wie das Rindfilet nochmal. Ja, man braucht nur ungefähr 50 Gramm davon. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Ebenfalls gekeimte Süßlupine bei uns im Mahlzeitenersatzprodukt übrigens auch zu finden bald. Nun kommen wir aber zu unglaublichen Eigenschaften von Lysin. Und zwar genau genommen, davon hat wahrscheinlich dein Arzt noch nie gehört und will er auch nicht hören, weil diese Sachen sind nicht gewollt, dass er es weiß, weil diese Sachen kann man nicht patentieren und Lysin unfassbar günstig ist. Wahrscheinlich auch kein YouTuber hat jemals darüber berichtet, aber kardiovaskuläre Probleme, ja, das ist Todesursache Nummer 1, ja, und da setzt eben Lysin an, ja. Die Verminderung von Verkalkung, gerade in Arterien, sind maßweisliche Faktoren. Ich kann's, ach, ich krieg's nicht hin, diesen Satz. Ich habe ihn auch völlig falsch geschrieben irgendwie, so, das macht überhaupt keinen Sinn, dieser Satz. Und dann liest du diesen Satz so und denkst dir so, alter Fuck. Ich bin jetzt live und dieser Satz macht überhaupt keinen Sinn und ich muss jetzt irgendwie versuchen, aus diesen Wörtern einen sinnvollen Satz in meinem Kopf zu konstruieren, bevor es irgendjemand merkt. So. Aber es geht einfach nicht. Ich habe geschrieben, die Verminderung, Verkalkung der Arterie ist nachweislich, obwohl geht wahrscheinlich sogar doch, wahrscheinlich kann ich einfach nicht meine Schrift lesen, daran liegt es wahrscheinlich. Also die Verminderung, tut mir leid für eure Lebenszeit, aber das gehört nochmal dazu. Die verminderte Verkalkung der Arterien ist nachweislich ein entscheidender Faktor. Das kann man wirklich so sagen. Okay. Die Verkalkungen bestehen meistens aus Calciumsalzen, ne? Das sind Verkalkungen. Und das sind dann bestimmte Apatite. Ja, wir kennen zum Beispiel das Hydroxyapatit. Jetzt juckt die Nase auch noch. Alles klar, Patrick. Jetzt geht's richtig ab hier. Wir kennen zum Beispiel Hydroxylapatit. Das ist das Kalzium, wie es bei uns in den Knochen zum allergrößten Teil vorkommt, auch in unseren Zähnen, ja. Dann wird zum Beispiel Fluorapatit natürlich dann halt gerne gegeben in den Zahnpasten und so weiter, damit sich das bildet als Substituent, ne. Aber wir wissen alle, was Fluor in unserem Körper anrichtet. Da habe ich ebenfalls zwei Videos dazu gemacht, ja. Wie es aussieht, ist wahrscheinlich nicht so wichtig, ja. Kalzium, dann Fluorid und dann eine Phosphatgruppe am Ende. Was ich aber zeigen möchte, ist ja, und zwar wurde eine Studie angelegt dann dementsprechend. Man hat herausgefunden, dass bestimmte Proteine anscheinend die Kalzifizierung in deinen Arterien fördern und andere Proteine das eben halt nicht tun. Und welche sind das? Das klären wir jetzt mal eben. Sehr, sehr spannend. Und zwar 4 Gruppen wurden gebildet. Einmal erste Gruppe, kein Protein bekommen, also so Low Protein, gar nicht, geht ja nicht, aber Low Protein. Dann zweite Gruppe, Low Protein, Adenin wurde hinzugegeben. Wir kennen zum Beispiel Adenin aus der DNA. Und dann wurde dritte Gruppe, Low-Protein, Adenin und Glycin wurde hinzugegeben. Und vierte Gruppe war dann wieder Low-Protein, Adenin, Glycin und noch zuletzt Lysin wurde hinzugegeben.
mit wirklich erstaunlichen Ergebnissen. Ja? Man muss genau genommen kein Wissenschaftler sein, um hier zu sehen, was hier eigentlich abgeht. Also ganz klar, Adenin erhöht Kalzifizierung und Glycin erhöht die Kalzifizierung hier in der Arterie. Ja? Sehen wir ganz, ganz klar schwarz auf weiß. Und wir sehen auch ganz klar schwarz auf weiß, dass Lysin diese wieder aufhebt. Und zwar genau genommen komplett. Das sehen wir einmal hier in der Abbildung und das sehen wir auch später in der Tabelle in dem Graphen. Ja? Ziemlich eindeutig. Ja? Und warum das so problematisch ist, und jetzt kann jeder so sagen, so ja, aber na, ist das so entscheidend? Das ist sehr entscheidend, denn wenn diese weiter vonstatten geht, dann platzen irgendwann Gefäße, weil immer mehr Kalk sich einlagert, ja. Und dann sehen wir hier zum Beispiel, dass Nekrose dann irgendwann passiert, Zellen sterben, ja, dann werden Entzündungsmediatoren ausgeschüttet von deinem Körper, ja. Und die weißen Blutkörperchen gehen hoch und so weiter, habe ich im letzten Video von mir gelernt, ja, weil, wie wichtig das ist, dass die weißen Blutkörperchen im niedrigen Bereich sind natürlich. Dann IL-Alpha-Beta, IL-6 und TNF-Alpha und so weiter. Bestimmte Entzündungsmarker werden dann ausgeschüttet und das wollen wir natürlich nicht. Ja? Jetzt haben sich Forscher gedacht, wie kann das überhaupt sein, dass das so signifikant passiert bei Lysin? Jetzt also haben sie sich genau geforscht, was genau biochemisch da passiert. Ja? Und es gibt ein Protein, das heißt PTH, ja? Also IPTH eigentlich. Und dieses Protein veranlasst deinen Körper, Kalzium ins Blut abzugeben. Jetzt kann jeder doch sagen, hey, voll cool, wenn du Blut abnimmst, deine Kalziumwerte sind total hoch, dann kann jeder sagen, hey, dein Körper ist total suffizient damit versorgt. Und das ist extrem tückisch und hier setzen natürlich Blutwerte immer das der Problem halt eben an. Genau das gleiche wie mit Vitamin D. Ja? Das Vitamin D muss in der Zelle halt eben sitzen und nicht in deinem Blut. Ja? Genau deswegen ist die Kalziumwerte im Blut ja überhaupt nicht aussagekräftig für gesunde Knochen zum Beispiel. Ja? Denn genau das wurde hier gesehen. Ja? Dieses Nebenschilddrüsenhormon, ja, das Parahormon, ist eben sehr, sehr ausschlaggebend dafür, ja, und genau das wurde eben halt auch getestet und es wurde getestet, dann, ob das zu verifizieren, ja, hat man geguckt, ob in der Adenin- und in der Glycin-Gruppe tatsächlich die Knochen dann dementsprechend auch poröser sind, ja, das heißt, dass das Kalzium dann aus dem Knochen ins Blut abgegeben worden ist und genau das ist der Fall und das ist wirklich bahnbrechend hier, ja, muss man ganz klar sagen, ja, dass bei Lysin, ja, dieses Hormon, dieses Protein gehemmt worden ist, die Knochengesundheit aufrechterhalten worden ist, weil das Kalzium mehr in den Knochen gehalten worden ist und nicht in das Blut abgegeben worden ist. Wenn es zu viel in Blut ist, dann passiert auch eine Kalzifizierung deiner Arterien. Das bewirkt Lysin. Das ist wirklich absolut bahnbrechend hier, ja. Ja, also hier nochmal vielleicht genauestens, habt ihr es wirklich nochmal gesehen, ja, die Abbildung, ja. B und C, ja, sehen wir ganz, ganz klar Osteoporose, ja. D mit Lysin, nichts Osteoporose, ja. Das Kalzium ist in den Knochen. Das ist wirklich was ganz, ganz Bahnbrechendes, finde ich hier, was viel größer publiziert werden sollte eigentlich, diese Sache, ja. Tabelle C sehen wir zum Beispiel die Mineraliendichte, ja, und die Porosität natürlich hier bei Gruppe D, bei Lysin, nicht vorhanden auch wieder, ja. Andere Forscher kamen ebenfalls auf den Geschmack, wollten das ebenfalls testen und das Faszinosum und tatsächlich da auch. Verschiedene Aminosäuren wurden untersucht, dementsprechend auf die Kalzifizierung der Herzkranzgefäße. Ja. Und es kam wieder zum Ergebnis, dass, sehen wir hier in der Studie, die niedrigsten Kalzifizierungen eben bei Lysin wieder waren. Ja. Ganz, ganz klar. Nicht nur das kann Lysin auch ebenfalls sehr, sehr wichtig Cortisolspiegel senken. Ja. Und Cortisol ist nun mal ein Hormon, was sehr, sehr wichtig ist, wenn wir Stress haben und von Säbeltanktiger wegrennen. Aber das machen wir heute nicht mehr, sondern wir machen uns nur noch Stress. Deswegen ist eigentlich gewünscht, niedrigere Werte davon zu haben. Ja, sie erhöhen den Blutzuckerspiegel und so weiter, fördern Radikale und so weiter. Viele negative Eigenschaften, zu hohe Cortisolspiegel auf Dauer. Ja? Also schauen wir uns das Ganze mal an. 56, ja? Ja, tut mir leid. In der Placebo-Gruppe 61 zu 62, in der Lysin-Gruppe 56 zu 46. Das heißt eine Senkung. Aber Lysin sensibilisiert dementsprechend auch für Stress. Das ist wieder schlecht, ja? Hier sehen wir zum Beispiel auch 44 gegen 42 bei der Placebo-Gruppe bei Frauen gegen 43 zu 38. Senkt also in der Ruhephase dein Cortisolspiegel, lässt dich besser zur Ruhe kommen. Aber hier sehen wir wieder 46 zu 48, sensibilisiert dich aber auch hingegen wieder für neuen Stress, wenn du Stress hast. Das heißt, wann ist die beste Einnahmequelle für Lysin? Ganz klar, wenn du schlafen gehst, um dann deinen Cortisolspiegel noch weiter zu senken, weil dann kann kein neuer Stress auf dich zukommen und dich noch mehr sensibilisieren und die Werte noch höher steigen lassen, sondern dann hast du keinen Stress. Daher die beste Einnahmequelle hier
laut dieser Studie natürlich dann halt abends, ja. Hier wurden verschiedene Studien, wurden 2,64 Gramm gegeben, ja, je nachdem, nur mal so als Richtwert, was in der Studie gegeben worden ist. Ich finde, diese Eigenschaften ist wirklich absolut bahnbrechend. Wir haben diese Ergebnisse und so weiter auch schon gesehen bei zum Beispiel OPC oder sonst was. Ja, aber das Lysin, das auch ebenfalls in einem gewissen Maße kann, ist wirklich bisher noch nicht aufgedeckt worden. Deshalb bedanke ich mich fürs Zusehen wieder bei dir, dass du was lernen konntest. Würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dabei auf die Glocke zu drücken für neue Informationen, damit ihr informiert werdet, wann wirklich ein Video kommt. Wir sehen uns auf vitasomal.de, meine liposomalen Supplements mit 4- bis 5-facher Bioverfügbarkeit. Nicht vergessen, dort vorbeizuschauen. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.